Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Selten wohl ist eine normale Wartung mit so viel banger Spannung verfolgt worden, wie in den vergangenen 10 Tagen die Arbeit an der Pipeline Nord Stream 1. Denn vor allem über sie kam zuletzt noch russisches Gas nach Deutschland. Und die Befürchtung war groß, dass Moskau den Betrieb nicht wieder anfahren würde. Doch seit heute früh strömt wieder Gas durch Nord Stream 1, allerdings wie schon vor der Wartung auf gedrosseltem Niveau. Und was bedeutet es, Daniel Prokaka in Berlin? Was hören Sie, wie viel Gas kommt denn jetzt tatsächlich aus Russland an? Die Bundesnetzagentur sagt, es sind so rund 40% der Kapazität, die eigentlich durchpassen durch Nord Stream 1. Das ist ungefähr das, was auch kurz vor der Wartung gekommen ist. Ich habe in den letzten Tagen hier in Berlin gehört, so Schätzungen von 25-50%. Also da liegen wir mittendrin. Dass jetzt gar nichts kommt am heutigen Tag, das hat eigentlich keiner gedacht. Wie groß ist denn die Erleichterung im politischen Berlin über diese Entwicklung? Die ist sehr klein, weil man nicht weiß, wie geht es denn in den nächsten Tagen und Wochen eigentlich weiter. Es gehen hier alle davon aus, dass Wladimir Putin das nach politischer Opportunität entscheidet, ob er den Gashahn weiter aufdreht oder weiter zudreht. Der Gasverband, also Zukunft Gas, die Gasbranche sagt, mit dem, was jetzt kommt, könnte man schon theoretisch grundsätzlich die Gasspeicher so für den Winter befüllen, wie man sie befüllt haben möchte. Aber selbst wenn das so ist, reichen allein volle Gasspeicher im Herbst auch nicht aus. Man braucht im Winter auch mehr als das, was in den Gasspeichern ist. Man ist also darauf angewiesen, auch im Winter auf eine kontinuierliche, verlässliche Belieferung. Und das ist ja genau das, was nicht gewährleistet ist, nach wie vor, egal was sich am heutigen Tag tut. Und deswegen ist hier auch niemand erleichtert. Dankeschön, Daniel Prokaka. Nach Berlin fragen wir in Moskau nach, Ina Ruck. Ja, was hören Sie? Wird es bei dieser Gasmenge bleiben, die wir heute bekommen, was da aus Russland tatsächlich geliefert wird? Schwer zu sagen. Das ist, denke ich, tatsächlich eine politische Entscheidung. Das ist ja ein Spiel, was Putin seit einiger Zeit treibt. Man sagt ja hier mittlerweile, es hänge an der Turbine, dass da nicht mehr geliefert werden kann. Wir haben aber auch schon gehört, es soll schon wieder eine neue Turbine jetzt repariert werden. Also da kann man viel mitspielen. Das wird sicher eine Zeit lang so weitergehen. Putin weiß ganz genau, wie nervös man in Europa und vor allem in Deutschland reagiert. Er weiß, damit umzugehen. Gut möglich, dass zum Herbst hin nochmal ordentlich gedrosselt wird, wenn es kälter wird. Gut möglich, dass er dann auch nochmal die Pipeline Nord Stream 2 wieder ins Spiel bringt, die er so gerne anschließen möchte. Also er weiß genau, wie er da mit den Ängsten und Sorgen in Europa umzugehen hat. Aber grundsätzlich gefragt, schneidet sich Russland mit der Gasdrosselung, salopp gesagt, nicht ins eigene Fleisch, sprich verliert viel Geld? Langfristig sicherlich, kurzfristig eher nicht so. Die Gaspreise sind unglaublich hoch. Selbst bei der kleinen Menge, die im Moment geliefert sind, macht das was aus. Und Russlands Hauptexportfaktor ist nicht Gas, sondern Öl. Und auch da ist der Preis sehr hoch. Russland verkauft viel und gut Öl im Moment. Aber natürlich langfristig hat es sein Image verspielt als zuverlässiger Lieferant. Niemand wird mehr langfristig in russische Energielieferungen vertrauen. Er treibt Europa quasi weg von den fossilen Brennstoffen. Und dann darf man auch nicht vergessen, er braucht ja Abnehmer für sein Gas. Das Gas fließt, das kann nicht so einfach verstopft werden, so eine Gasförderstätte. Die Röhre geht fast alle der Röhren gehen Richtung Westen. Er braucht also eigentlich Europa auch. Bloß weiß er sehr genau, dass bei diesem Nervenspiel wir die schlechteren Nerven haben. Danke, Ina Ruck. Danke nach Moskau. Die Bundesnetzagentur ist viel gefragt, seit Gas ein knappes Gut geworden ist in Deutschland. Für die Netze ist sie zuständig und die sichern ja, egal ob es um Kommunikation oder Energie geht, unsere Versorgung. Und sollte die in Frage stehen, die Versorgung, wie gerade durch den Mangel an Gas, dann ist die Netzagentur die Behörde, die diesen Mangel verwalten muss. Eigentlich soll die Bundesnetzagentur in Bonn für einen fairen Wettbewerb in den Versorgungsnetzen sorgen. Jetzt geht es aber hier vor allem um die Frage, bekommen wir noch genügend Gas? Seitdem Russland den Gasfluss reduziert hat, gilt der sogenannte Notfallplan Gas. Die Bundesbehörde kann damit, falls nötig, in die Marktmechanismen eingreifen. Die Frühwarnstufe ist bereits überschritten. Ein Krisenstab wurde eingerichtet, der die Marktlage beobachtet. Derzeit gilt die Alarmstufe, da eine längere Unterversorgung mit Gas droht. Der Markt kann noch den Bedarf decken, die Preissteigerungen werden an die Kunden weitergegeben. Wenn der Gasmangel aber zu groß wird, tritt die Notfallstufe in Kraft und die Bundesnetzagentur muss eingreifen. Laut EU-Recht muss die Gasversorgung für Verbraucher gewährleistet sein. Auch kritische Infrastruktur wie Kliniken oder Feuerwehr sind geschützt.
Bei der Industrie könnte die Bundesnetzagentur aber eingreifen. Dann wären wir erstens gehalten, bei der Industrie Abschaltverfügung zu erteilen. Das heißt, die Industrieanlagen würden eine Art Weisung bekommen, dass sie weniger Gas abnehmen dürften. Das würden wir natürlich kontrollieren, notfalls auch sanktionieren. Und damit würden wir die Gaslage wieder ausgleichen. Wann die Notfallstufe ausgerufen wird, entscheidet das Bundeswirtschaftsministerium. Vom Ukraine-Krieg und einer drohenden Gaskrise hin zur hohen Inflation in Europa und zur Geldpolitik. Seit Monaten sieht sich die Europäische Zentralbank harscher Kritik ausgesetzt. Zu spät und zu zögerlich agierten die Währungshüter bei der geplanten Leitzinswende. Heute nun will die EZB die erste Zinsanhebung seit 11 Jahren verkünden, die mit 0,25 Prozentpunkten sehr klein ausfallen könnte. Viele Unternehmen haben jetzt schon mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Erst seit 3 Wochen ist Dina Reit neue Geschäftsführerin beim Maschinenbauer SK Laser in Wiesbaden. Von ihrem Vater hat die 30-Jährige diesen Posten in einer schwierigen Phase übernommen. Das mittelständische Unternehmen stellt Laser zur Beschriftung für die Pharma- und Automobilindustrie her und spürt bereits einen wirtschaftlichen Abschwung. Im Maschinenbau merkt man quasi immer als erstes, wenn es irgendwo so ein bisschen kriselt. Und wir haben tatsächlich seit Mai ungefähr, dass wir merken, die Auftragslage, es wird so ein bisschen weniger als im Vergleich zum letzten Jahr. Wirtschaftliche Unsicherheit, die trifft auch den Chemieriesen BASF besonders. Die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen ist groß, der Kostendruck hoch. BASF erwartet für dieses Jahr einen Umsatzrückgang. In den USA wappnet sich Apple laut Medienberichten offenbar bereits für eine nahende Rezession und will auf die Kostenbremse drücken. Heißt weniger Personal einstellen und die Ausgaben reduzieren. Die hohe Inflation belastend für Verbraucher und Unternehmen. Um gegenzusteuern, will die EZB heute nach vielen Jahren die Leitzinsen wieder erhöhen. Sie wendet sich jetzt der Inflationsbekämpfung zu und das ist ein gutes Zeichen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Die Inflation ist sehr träge und wird sich auch erst in den nächsten 1-2 Jahren wieder eindämmen lassen. Aber diese hohen Raten, die wir in diesem Jahr erlebt haben, die werden schon im nächsten Jahr vorbei sein. Trotz aller Sorgen, Dina Reit will mit ihrem Unternehmen jetzt antizyklisch handeln und sogar Personal einstellen statt abbauen. Klaus-Rainer Jakisch in Frankfurt am Main. Nun rechnen ja alle mit einer Zinserhöhung durch die EZB von 0,25 Prozentpunkten. Kann es da noch Überraschungen geben heute? Ja, es kann eine Überraschung geben, denn der Druck ist sehr stark, dass die Europäische Zentralbank zum Auftakt dieser Zinswende einen deutlich stärkeren und höheren Zinsschritt durchführen sollte. Viele fordern, dass es mindestens 0,5 Prozentpunkte sein sollten. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass die Inflation im Euroraum weiter gestiegen ist auf ein Rekordniveau von 8,6%. In vielen Ländern der Gemeinschaftswährung ist es mittlerweile so, dass wir bis zu über 20% Inflation haben, zum Beispiel in Estland mit 22%. Und das heißt, die EZB, sie muss stark handeln, wenn sie diese Inflation in den Griff bekommen will, weil sie sich sonst verfestigt. Also der Druck ist stark. Auf der anderen Seite muss sie aber eben auch sehen, dass damit natürlich die Wirtschaft weiter abgeschwächt wird. Wir haben es gerade im Film gesehen. Und dementsprechend ist das Ganze auch ein Drahtseilakt für die Währungshüter im Moment. Was bedeutet denn der Zinsschritt für die Privathaushalte? Nun, auf der einen Seite ist es für die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich recht positiv, weil sie tatsächlich jetzt künftig wieder Zinsen auf Erspartes bekommen, wenngleich am Anfang sicherlich sehr wenig. Außerdem haben viele Banken bereits die Verwahrentgelte, also die Strafzinsen, abgeschafft für größere Einlagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich tiefer in die Tasche greifen, wenn man einen Konsumentenkredit haben will. Da sind die Raten deutlich angezogen und am stärksten wirkt sich das Ganze im Moment am Immobilienmarkt aus. Dort sind die Hypothekenkredite deutlich gestiegen. Sie haben sich mehr als verdreifacht innerhalb kürzester Zeit. Also es gibt positive und negative Elemente für die Verbraucherinnen, aber es bedeutet für viele möglicherweise, dass sie den Traum von 4 Wänden möglicherweise sich nicht mehr erfüllen können. Klaus-Rainer Jakisch, danke nach Frankfurt am Main. Ja, und wie sich der erwartete Zinsschritt der EZB im Aktienhandel heute niederschlägt, das erfahren wir jetzt von Stefan Wolf in der Frankfurter Börse. Was machen die Anlegerinnen und Anleger daraus? Nun, höhere Zinsen treffen natürlich nicht nur private Schuldner sehr hart, sondern auch die Staaten. Und hier an den Finanzmärkten richtet man sich auf höhere Finanzierungskosten für Staatsschulden ein. Die Renditen, das sind die Zinsen, die die Staaten zahlen müssen, sind bereits gestiegen. Italien, auch der Regierungskrise geschuldet, da liegt der Zins jetzt bei 3,65%. Und das damit sogar über den Zinsen, die der griechische Staat zahlen muss. In Deutschland sind die Zinsen noch relativ moderat mit 1,2%.
1,29%. Aber auch diese sind in jüngster Zeit deutlich angestiegen. Was bedeutet, dass der Finanzminister deutlich tiefer in die Tasche greifen wird, um den Schuldendienst zu erbringen? Der deutsche Aktienindex liegt ganz leicht im Minus, verliert 37 Punkte oder 0,3%, steht jetzt bei 13.247 Punkten. Eine abwartende Haltung nennt man das. Dankeschön, Stefan Wolf. Noch sind die finanziellen Folgen der aktuellen Krisen nicht absehbar. Bund und Länder können aber für das erste Halbjahr noch kräftig steigende Steuereinnahmen verbuchen. Insgesamt flossen mehr als 400 Milliarden Euro in die Staatskassen, 17,5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das größte Plus gab es bei der Umsatzsteuer. Die Vergleichsbasis im vorigen Jahr war allerdings geprägt von einem nur geringen Aufkommen, etwa wegen der Corona-Pandemie. Auf ihn haben in Italien viele ihre Hoffnungen gesetzt. Mario Draghi. Seit Februar vergangenen Jahres führt der parteilose Wirtschaftswissenschaftler eine Koalition von ganz links bis weit rechts. Ihm wurde zugetraut, Lösungen für die vielen Probleme des Landes zu finden. Doch damit ist jetzt Schluss. Heute ist der 74-Jährige zurückgetreten. Zum zweiten Mal innerhalb von 8 Tagen fährt Mario Draghi am Präsidentenpalast in Rom vor, um seinen Rücktritt anzubieten. Vor einer Woche hatten ihm die Senatoren der Protestbewegung 5 Sterne das Vertrauen in einer Abstimmung verweigert und damit die aktuelle Regierungskrise ausgelöst. Gestern Abend dann die offizielle Vertrauensfrage im Senat und der Eklat. 3 Regierungsparteien, Lega, Forza Italia und 5 Sterne, boykottierten die Abstimmung. Draghi gewann zwar die Vertrauensfrage, verfehlte allerdings sein selbst gestecktes Ziel, die Mehrheit aller 321 Senatoren für sich zu gewinnen. Zur zweiten Vertrauensabstimmung heute Morgen im Abgeordnetenhaus kam es erst gar nicht. Im Licht der Entscheidung des Senats gestern Abend bin ich jetzt auf dem Weg zum Präsidenten der Republik, um ihn über meine Entscheidung zu informieren. Staatspräsident Mattarella nahm Draghis Rücktritt an. Um eine Staatskrise während der Sommerferien zu vermeiden, soll Draghi nun eine Übergangsregierung bilden. Vermutlich wird dann im Oktober in Italien neu gewählt. Der Klimaschutz gilt als ein Kernthema der US-Demokraten. Zuletzt war Präsident Biden aber mit seinen Plänen von der Opposition immer wieder ausgebremst worden. Gestern nun kündigte er neue Schritte an, zum Beispiel den Ausbau der Windkraftanlagen auf See, im Golf von Mexiko und an der Atlantikküste. Außerdem sollen Gemeinden 2,3 Milliarden Dollar bekommen, um sich besser gegen die Auswirkungen von Naturkatastrophen schützen zu können. Joe Biden hat sich einen symbolischen Ort zur Verkündung seiner klimapolitischen Maßnahmen ausgesucht. Hier in Somerset, Massachusetts, stand früher ein Kohlekraftwerk. Heute entsteht hier eine Fabrik, die Seekabel für Offshore-Windräder herstellt. Als Präsident habe ich die Verantwortung, dringende Lösungen für aktuelle Bedrohungen zu finden. Und das ist es, was der Klimawandel bedeutet. 2,3 Milliarden Dollar verspricht Biden. Einerseits zur weiteren Förderung für die Windenergie, andererseits um Kommunen und Bürgerinnen zu unterstützen, die der Klimawandel besonders trifft. Die Maßnahmen konnte der Präsident nur durch ein Dekret beschließen, nachdem er mit vielen anderen Versuchen gescheitert war. Denn im Senat sperren sich die Republikaner und auch ein demokratischer Senator aus dem Kohlestaat West Virginia. Das hier ist ein Notfall und ich werde das auch so behandeln. Ich habe es letzte Woche schon einmal gesagt. Als Präsident werde ich meine exekutive Macht nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, auch wenn der Kongress sich nicht einigt. Den Klimanotstand, den ein Teil seiner demokratischen Partei fordert, hat Biden aber noch nicht ausgerufen. Dies würde mehr Geld für den Klimaschutz bringen und sogar die gesetzliche Grundlage für das Abschalten der Öl- und Gasförderung. Und an dieser Stelle jetzt noch die Wetteraussichten. Heute im Nordwesten viele Wolken mit teils kräftigem, teils gewittrigem Regen. Im Rest des Landes mal Sonne, mal Wolken und nur örtlich Schauer oder Gewitter.